Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut einmal, was der Jan mir ausgeliehen hat. Vielen Dank dafür. Die 10177 von 2006, Boeing 787 Dreamliner, 1200 Teile. Ganz fantastisch. Ja, richtig, so ist es. Und da ist er. Superjet. Richtig. Sculpture-Serie, sagt Bricklink. Da war auch der große Eiffelturm drin und so weiter und der noppige Käfer, die Sopwith Camel, aber auch der Rote Baron und aber auch der Bully zum Beispiel, Big Ben und so. Creator Expert jetzt eigentlich, ich weiß nicht, also ob diese Kategorie, wurscht, da ist er auf jeden Fall, wenn ihr bei Bricklink guckt, wundert euch nicht, ich werde es auch unten bei Sculptures wie den Eiffelturm auch einordnen. Ich mache es da mal rein, ich bin da Bricklink treu ergeben. Das ist ein sehr nettes Set. Mir gefällt es gut. Mit dem Punkt, dass es ein Set ist, was eine Passagiermaschine darstellt, im Vitrinenmaßstab, im Vitrinenplan. Und das gefällt mir. Es gibt ja hier und da immer mal alle Jubeljahre bei Lego ein großes Flugzeug, was aus 5 Formteilen besteht und immer das gleiche ist. Das ist ziemlich lahm, ich weiß, richtig. Wir brauchen viel mehr Flugzeuge. Und ich weiß nicht, warum sie das damals einmal gemacht haben mit Boeing in der Kooperation. Ich weiß nicht, warum sie aufgehört haben damit. Und ich weiß nicht, warum es Airbus nicht macht. Ich verstehe das alles nicht. Und es gibt auch noch andere Marken auf der Welt aus Südamerika und aus Asien. Könnte man toll machen. Immer wieder welche. Es gibt wahnsinnig viele, die sich faszinieren können für Flugzeuge, auch wenn Flugzeuge doof sind. Ich freue mich einfach darüber, dass das da ist. Und ich wollte mal drüber sprechen. Und ich hoffe, es kommen vielleicht mal neue Modelle dazu. Das ist ein nettes. Es hat, wie ihr seht, kein Fahrwerk. Dafür hat es so einen UCS-Sockel. Ihr wisst, Star Wars Ultimate Collector Series, das sind diese UCS-Sockel. Und mit einem netten Aufkleber drauf. Aufkleber sind ein Problem bei dem Set, zeige ich euch gleich noch. Hier unten ist eine nette 2x2 Aussparung und zack, steht das Ding. VD1, ein traumhaftes Vitrinenmodell. Einfach mal zum Hinstellen für alle, die sich begeistern können für ein nettes Flugzeug. Vielleicht sogar insbesondere Flugzeuge von Boeing, vielleicht insbesondere die 787, ich weiß es nicht. Aber ist doch super. Ist doch wirklich klasse. Und jetzt kommt der große Punkt noch. Dieses Set kommt im Gegensatz zu den City-Flugzeugen praktisch ohne besondere Teile aus. Das macht mir am allermeisten Spaß. Aber kurz bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch natürlich noch die Box zeigen. Das ist die Box. Hat mir der liebe Jan noch dazugegeben. Sehr schön. Ist was Besonderes, weil es ja, wie gesagt, 13 Jahre altes Set. Hier hinten auch nur mal kurz alle Funktionen erklärt. Es gibt nämlich keine. Und wir haben eine kleine Angabe, was die Größe angeht auf der Box, da vertrauen wir denen natürlich nicht, denn ich habe ja mein Hightech-Feature und damit sind wir ja hundertprozentig bei der Sache. Und jetzt wird es hier fachmännisch lotrecht hingehalten. So, ich würde sagen, 62, 63 cm Länge, wenn es so diagonal steht, sollte eure Vitrine oder Tisch oder was auch immer bieten. Und Flügelspannweite, ja, so 67, vielleicht 68 cm. Und jetzt kommt das Wichtige. Gut 30, 31 cm braucht ihr in der Höhe. Und schon habt ihr einen traumhaften Dreamliner in der Vitrine, auf der Anrichte, wo auch immer, Schreibtisch hingeknallt. Weltklasse. Jetzt, sehr stabil übrigens, kann man wunderbar nehmen. Die Flügel kann man auch für den Transport leicht abnehmen. Einfach nur 2 Technik-Konnektoren reingestopft, fertig. Bricklink gibt, ach hier, Weltklasse Heldentasse übrigens. Bricklink gibt für das Set einen entspannten Neupreis von ungefähr 500 Euro an, aus der Eurozone. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Das Ding war damals günstig. 1200 Teile, 160 verschiedene, alles sehr entspannt. Der Neuteilewert, wenn wir mal die Aufkleber weglassen, ist so bei 150 Euro aktuell. Aktuell. Das heißt, ihr könnt das Ding für 150 Euro euch zusammenkaufen. Teilewert, Shipping und Handling kommt dazu. Woran liegt denn das? Ziemlich einfach, dieses Set verzichtet auf Blödsinn. Das hier ist gebaut aus normalen Teilen aus dem Lego-Katalog. Für euch sind jetzt ein, zwei Dinge schwierig zu kriegen, zum Beispiel diese weißen Felgen hier. Das sind die normalen Felgen, die kennt ihr aus verschiedenen Modellen, auch aktuell zum Beispiel Diesel Nord von Ninjago benutzt diese Felge. Das ist aber noch die ältere, die kennt ihr auch aus dem 493, dieser Roadster, der ist toller Roadster, tolles Cabrio zum Klappen und so, super. Das ist die Felge, die 3 Pin-Aufnahmen hat. Die aktuelle hat 6 Pin-Aufnahmen. Das ist der größte Unterschied. Und das ist die in Weiß, nur mit der alten 3 Pin-Aufnahme gab. Das ist eine gewisse Schwierigkeit. Ein Hellgrau aktuell ohne Probleme zu kriegen. Das Rotorblatt hier vorne ist vom 42030, vom Volvo zum Beispiel. In Flat Silver sieht auch nicht schlecht aus hier drauf. Gab es auch auf diesem Bergbauminen-Ding, 42049. Auch kein dramatisches Teil. Ein bisschen teuer,
weil in den Star Wars UCS-Modellen verwendet, sind hier diese langen Wedgeplates. Die sind eine gewisse Schwierigkeit. Und die Teile Modified, die hier in 4x6 und hier in 4x4 vorkommen. Die sind auch eine gewisse Schwierigkeit. Der Rest ist eigentlich entspannt. Sehr viele Teile gehen für diese Fensterkonstruktion hier drauf. Das sind 2/3 Slopes, ein paar 1x1-Plates und so. Alles nichts, wovor man Angst haben müsste. Ja? Alles entspannt. Paar Slopes, paar Wedges und schon steht das Maschinchen. Ich finde es eigentlich sehr gelungen. Aufgrund dieser Einfachheit. Es sind ein paar weiße 6x8 Platten verbaut. Die kosten Euro das Stück, kommen ja auch um 21.050 im Architecture Studio vor. Auch immer so ein Problem. Größtes Problem bei diesem Set, wie ich ja auch immer sage, was ja vollkommen logisch ist, Aufkleber sind doof. Dieses Set ist ein Vitrinenmodell. Ein Vitrinenmodell stellt man einfach hin, man will diese Teile nicht nochmal für was anderes verwenden, das gehört bedruckt. Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber. Alle Aufkleber haben natürlich über diese Zeit gelitten, auch wenn dieses Modell sehr gut behandelt worden ist. Die sind hin, und zwar alle. Und sie sehen dadurch schäbig aus. Wie schade ist das denn? Ich meine, schaut es euch hier an. Das ist doch einfach schade. Wäre das schön bedruckt, wird das sauber aussehen. Und das ist ein Vitrinenmodell. Was ansonsten eigentlich überzeugt. Natürlich sind hier überall große Löcher drin und so weiter, weil man halt aus normalen Teilen gebaut hat und nicht aus Formteilen. Aber ich finde es eigentlich wirklich schön. Und die Idee hier in den Sockel, das gefällt mir außerordentlich gut. Wenn ich ein bisschen doof bin und reingestümpert, so, und sitzt. Jetzt habe ich zufällig, überraschenderweise, weil wer wusste denn, dass ich das heute vorstelle, dazu hier den Dreamliner von Kobi. Der kleine Putzige für 40 Euro Liste. Äpfel und Birnen. Aber hier ist hinten bedruckt. Das ist super. Ist ein Spielmodell. Kann man aufklappen und so weiter. Deswegen hat es auch ein Fahrwerk, kann man einklappen. Dafür hat es keinen Sockel. Ich fände das so cool, wenn man das hier auch auf den Sockel stellen könnte. Wie die kleineren Modelle von Kobi. Hat Kobi leider hier nicht gemacht. Hier hätte der Aufkleber drauf gekonnt. Hätte mich nicht wahnsinnig gestört. Ich hätte es doof gefunden, weil ich es immer doof finde. Aber hier allerdings nicht. Also das hätten sie gerade tauschen sollen. Wenn man eh zum Klappen hat, eh mit Fahrwerk, brauchst du auch den Aufkleber eigentlich. Also kannst auch den Aufkleber verschmerzen. Ich würde es nicht mögen. Ich würde motzen. Aber hier gehört auf jeden Fall drauf, wenn man das schon so vitrinig darstellt. Richtig. Und nur mal zum Größenvergleich, also ist klar, ja. Das sind 600 Teile, das sind 1200 Teile und ja, kann man gar nicht vergleichen. Das sind hier Formteile, dafür ist natürlich die Nase hier gelungener und so weiter, aber ja, ich will es gar nicht, mir ging es jetzt mehr nur um hinten den Aufkleber. Wie findet ihr denn das? Ist das nicht cool? Hier sind noch die Anleitungen dazu, leider ein bisschen gelocht, aber es ist eine Anleitung. Ich bin eigentlich happy damit. Und ich hätte gern mehr solche Sachen. Coole Eisenbahn, coole Flugzeuge. Da ist doch genug noch zu holen, oder? War vor allem, was so vitrinig hingehen sollte. Und machen wir uns nichts vor, die meisten sind eher erwachsen, die Lego kaufen. Und die spielen damit nicht, sondern die bauen gerne, die konstruieren gerne, danach stellen sie es hin und das ist in Ordnung. Und das ist das, worum es geht und das ist das, wofür auch diese Modelle gemacht werden. Guckt euch doch mal an, was aktuell im Markt los ist. Was ist dafür für Sechsjährige? Ja, fast nichts, richtig. Und das hier ist dann eine gute Idee, die auch wirklich funktioniert und das Set hat viele Fans. Und es ist schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Vor allem wieder für die Freunde der Flugzeuge. Und das hat sogar eine Lizenz, also es passt eigentlich in Legos Idee, dass sie nur noch Sachen machen, die eine Lizenz haben und sich nichts anderes mehr trauen. Und das ist doch... Aber nicht mal das machen sie. Ich finde es sehr schade. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall zeigen. Und Jan, dir vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr. Ich habe es endlich mal da gehabt. Und die Sopwith Camel hatte ich ja schon. Roter Baron kommt auch noch. Und wir gehen so langsam die Flugzeuge durch. Und bei mir ist kein Vitrinenmodell. Ich fliege damit jetzt hier noch ein bisschen durch den Laden. Und finde es klasse. Bzz. Richtig. Ich fliege ja jetzt auch ein bisschen rum. Ich bin nicht da. Ich weiß nicht, vielleicht fliege ich sogar im Dreamliner. Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal gucken. Ich bin im Juni auf jeden Fall weg. Ganz genau so ist es. Es kommen weiter Videos von mir. Kein Unterschied. Mittwoch, Freitag, Samstag kommen meine Videos. Ich bin aber nicht im Laden. Kommt bitte nicht im Juni bei mir vorbei. Ihr werdet enttäuscht sein. Kommt wieder ab dem ersten Freitag im Juli. Da bin ich da. Alles wird wunderbar. Und dann kommen auch Videos von mir, wenn ich unterwegs bin. Jetzt in der Zeit, in der ich weg bin, im Juni, kommen die Sachen, die ich jetzt hier so vorbereite. Wie jetzt auch gerade eben. Ganz genau so. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt eine gute Zeit, ihr habt viel Spaß. Wir sehen uns dann wieder im Sommer im Laden und bis dann versorge ich euch mit netten Videos. So ist es. Genießt die Zeit, macht's gut, bis bald.